Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Jaco. Was sollte das denn? Herzlich willkommen, liebes Internet. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Teil von Jaco begrüßt euch im BH. Und dann zieht sie alle Klamotten aus ihrem Kleiderschrank an. Teil 3. Ich habe schon 2 Teile gedreht, in denen ich alle Sachen aus meinem Kleiderschrank angezogen habe. Ich dachte, ich hätte nicht so viel, weil alles passt in 2 Türer rein. Stellt sich heraus, wenn man das alles einzeln anzieht, ist es ganz schön viel. Und wenn man dann noch zu jedem Teil die komplette Lebensgeschichte bei der Entstehung der Menschheit anfängt, wo man es gekauft hat und was man da drin alles erlebt hat, dann dauert das noch länger. Und deswegen gibt es Teil 3. Yay! Wir haben noch über Bikinis, Sport-BHs, Schuhe und Accessoires. In meiner Welt Accessoires, sorry. Aber immer wenn man Accessoires sagt, kommt irgendein Klugscheißer und sagt, das heißt Accessoires. Ich will gar nicht so viel drum rumschnacken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit Sport-BHs. So, bevor wir aber voll ins Video einstarten, möchte ich euch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um die Sexual Wellness Plattform Cheeks. Ihr fragt euch jetzt zu Recht, Jaco, was zur Hölle ist eine Sexual Wellness Plattform? Bei Cheeks findet ihr erotische und aufklärende Inhalte im Video-, Audio- und Workshop-Format. Und deswegen auch Sexual Wellness Plattform, weil der Ansatz von Cheeks einfach viel ganzheitlicher ist als der einer klassischen Pornografie-Plattform. Außerdem achtet Cheeks darauf, die Realität abzubilden, indem sie alle Hautfarben, Körperformen, Körpertypen, Geschlechter und sexuellen Orientierungen darstellen. Es ist alles komplett fair produziert und alle PerformerInnen nehmen einvernehmlich teil und sind auch volljährig. Was ich neben den Porno-Videos besonders cool finde, ist die Pleasure Academy. Da gibt es nämlich Artikel, Podcasts und Live-Workshops zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel zu Orgasmen oder zu Striptease oder auch zum Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz, die sexuelle Bildung, sag ich jetzt mal in Schule oder zu Hause, lässt ja häufig zu wünschen übrig. Bei Cheeks gibt es halt ExpertInnen, die einem dann dabei helfen, nochmal vielleicht einen neuen oder frischeren oder besseren Zugang zur eigenen Sexualität und ja, dadurch auch einen Zugang zu sich selbst nochmal zu verbessern und zu finden. Falls ihr Cheeks mal ausprobieren wollt, mit meinem Code Jaco könnt ihr Cheeks 7 Tage lang kostenlos ausprobieren, wenn ihr euch für das Jahresabo entscheidet. Ich setze euch aber den Link und den Code natürlich unten in die Infobox. Den sortiere ich definitiv aus. Der ist von Oceans Apart. Also ich habe den nie an. Ich finde, der ist so ganz schön geschnitten. Und das Coole ist, hier hinten kann man, glaube ich, da ist so eine Tasche, wo man sein Handy reinmachen kann. Das bringt mir aber leider gar nichts, weil ich beim Sport die ganze Zeit Musik switche und da dran muss. Der gibt halt keinen Support, ne? Also wenn ich jetzt so mache, dann schwabbeln meine Brüste da genauso rum, als hätte ich halt gar nichts an. Da ich laufe beim Sport, brauche ich einfach Support, weil mir das sonst wehtut. Besonders in der zweiten Zyklushälfte. Und deswegen ist der überflüssig und kommt weg. Genau so. Richtig wenig Support. Ich fühle das nicht. Auch mit dem Netz hier oben und so. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich habe 2 Sport-BHs, die sind beide in der Wäsche. Diesen Leo, habt ihr bestimmt schon mal bei mir gesehen. Den trage ich eigentlich immer. Und so ein, keine Ahnung, so ein günstiges Ding in Rot. Und die trage ich immer im Wechsel und das reicht. Und die geben halt auch richtig Unterstützung. Und deswegen, ja, nee, der kommt weg. Und das war's auch schon mit den Sport-BHs. Machen wir weiter mit den Bikinis. Mache ich das wirklich? Will ich das? Ja, los, komm. Ich will gar nicht springen damit und es fühlt sich irgendwie sehr intim an. Hallo. Ja, irgendwie komisch, ne? Ist ja auch nichts anderes, als würde ich euch im Freibad treffen. Aber fühlt sich jetzt schon sehr nackt an im Video insgesamt, muss ich sagen. Den würde ich aussortieren. Den finde ich nicht mehr so gut. Ich dachte, grün ist eigentlich meine Farbe, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich fühle den nicht so, deswegen kommt er weg. Habe ich mich seit der letzten Aufnahme und dieser rasiert? Vielleicht. Den finde ich sehr, sehr cool. Den würde ich sehr gern behalten. Ich finde gerade in der Kamera sieht die Farbe irgendwie nicht so nice aus. Aber insgesamt finde ich den wirklich sehr, sehr schön. Und das ist auch der erste, den ich mir geholt habe, der so einen hohen Ausschnitt hat. Weil ich irgendwie... Okay, jetzt kommt kein kleiner Body-Love-Talk, okay? Also, ich bin eine Person, ich habe ja schon viele Videos gemacht, auch zum Thema Körperakzeptanz. Ich habe ein Video, das heißt, bin ich zu dick für den... Das sind alles Videos, die sind schon älter. Also, falls ihr euch die angucken solltet, bitte habt im Kopf, dass das meine Version ist von vor 6, 7, 8 oder 10 Jahren. Das bedeutet, also ich weiß jetzt nicht, was ich da sage, aber die Sprache hat sich auch so ein bisschen verändert. Ich habe ein Video gemacht, bin ich zu dick für den Strand. Dann habe ich das Video gemacht,
gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich eine leichte Körperschemastörung habe und so. Und ich habe insgesamt sehr, sehr viel Kampf in meinem Kopf über meinen Körper. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Selbstliebeproblem. Ich finde, das ist so ein allumfassender Begriff in Bezug auf mein Können und meine Talente und auf meinen Charakter und alles, was meine Person, also mein Inneres betrifft, habe ich das gar nicht. Aber in Bezug auf meinen Körper habe ich das schon. Das ist jetzt mal so Real Talk. Ich bin da am Struggeln. Ich bin da auch teilweise drauf fixiert. Ich arbeite einfach seit Jahren daran, dieses Verhältnis, wow, das Video transformiert sich gerade in ein anderes, während ich im Bikini hier stehe. Ich arbeite sehr hart daran, dieses Verhältnis zwischen mir und meinem Körper zu verbessern. Dazu kommt noch, dass ich in meiner Jugend sehr viel kommentiert wurde, aber das kennen wir vielleicht alle. Das hat auf jeden Fall einfach dazu geführt, dass ich mich für gewisse Parts meines Körpers einfach sehr lange und sehr viel geschämt habe und immer sehr fixiert darauf war, das richtig in Szene zu setzen. Ich hätte mich niemals vor ein paar Jahren einfach so im Bikini hier vor euch hingestellt und hätte zum Beispiel gewusst, dass jemand anders dieses Video schneidet. Totaler Kontrollverlust einfach. Ich möchte dieses Verhältnis zwischen mir und meinem Körper aber einfach verbessern. Ich möchte mich freier fühlen, weil einer meiner größten Werte ist Freiheit und Leichtigkeit. Und eine der Sachen, die mir am meisten Freiheit und am meisten Leichtigkeit im Leben nehmen, ist mein Bezug zu meinem Körper. Und zwar die Art, wie ich das kontrolliere, was ich anhabe, was sieht man, was nicht, welche Farben trage ich, wie sieht es aus, macht mich das dicker oder dünner, wie sieht das im Spiegel aus, wie sieht es von der Seite aus. Das sind Gedanken, die mich jetzt nicht den ganzen Tag beschäftigen, aber sehr viel Platz in meinem Kopf, in meinem Leben eingenommen haben. So. Und ich möchte das einfach nicht. Kevin hat mir schon super viel dabei geholfen. Also die Tatsache, dass jemand mich so bedingungslos toll und schön und sexy und attraktiv findet, hat super geholfen dabei. Also das kennt ihr vielleicht auch auf anderen Ebenen, falls ihr einen Partner habt, der euch auch total liebt und die Dinge an euch liebt, die ihr an euch vielleicht noch nicht lieben könnt. Das ist was total Schönes. Und ich möchte mich einfach freier fühlen. Auch wenn ich, also versteht mich nicht falsch, ich finde es total okay, manche Sachen nicht zu tragen, weil man einfach findet, das steht einem nicht. Nicht, weil man denkt, man kann es nicht tragen, man kann alles tragen. Lasst euch nicht verunsichern von Leuten, die über euren Körper reden. Darum geht es mir auch gar nicht. Also es geht mir nicht darum, was fremde Leute über mich denken. Es ist, keine Ahnung, es ist einfach ein komisches Verhältnis, was ich da habe, aber was immer besser wird. Wir kriegen ein immer besseres Verhältnis. Dafür bin ich sehr dankbar, aber es ist auch viel harte Arbeit. Auf jeden Fall challenge ich mich, um lockerer zu werden mit Dingen. Auf jeden Fall bin ich schon mal im Internet damit und zeige meinen halben Arsch. Vielleicht kann ja der ein oder andere relaten und möchte mitmachen. Es ist so verschwendete Lebenszeit und Mühe. Es ist auch ein kleiner Käfig, in dem man sich da sperrt. Und es lohnt sich immer, sich von sowas zu befreien. Jetzt habe ich wirklich genug geredet. Ich hatte Angst, das Video wird nicht lang genug, weil es nicht viele Sachen sind. So, damit habe ich das geregelt. Kommen wir zum nächsten Bikini. Ich finde, das sitzt ganz furchtbar. Der kommt weg. Da möchte ich gar nicht lange weiter hier drin stehen. Hier genau dasselbe. Ich finde, der sitzt ganz merkwürdig. Der ist definitiv nicht wie für meinen Körper gemacht. Deswegen kommt der auch weg. Der ist sehr neu. Den habe ich geschenkt bekommen. Also habe ich von einer Freundin mitgenommen, die den nicht mehr haben wollte. Und ich dachte, boah, Bikini umsonst, geil. Und dann zu Hause habe ich gemerkt, nee. Das ist eine sehr knappe Geschichte. Also, ja, ich habe immer kurz Angst, dass meine Murmel rausfällt. Was soll ich euch sagen? Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr cool. Ja, ich mag einfach so schlichte schwarze Bikinis. Den habe ich noch nie getragen. Das wird eine Premiere diesen Sommer. Und der ist auch hier, das ist der freizügigste, den ich, glaube ich, habe. Also das ist richtig Tanga, ne? Weiß gar nicht. Was ist, ich habe noch nie Bikini-Fotos gemacht. Was sind Bikini-Fotos, in denen man sich besonders gut... Ich komme immer nur auf so Bodybuilder-Posen. Behalte ich. Okay, mit diesem Exemplar bin ich mir wirklich sehr unsicher und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fühle mich auch, oh mein Gott, ich fühle mich ein bisschen komisch. Also, das ist auch wieder ein sehr knappes Teil. Also, das ist hinten auch wieder so ein Tanga-Bikini. Und ich habe den bestellt, weil ich finde Leopard ja insgesamt super geil. Ich finde, es kann super edgy aussehen, aber ich mag es nicht an jedem gleich doll. Das ist einfach mein Geschmack. Wenn ich das an Frauen sehe, zum Beispiel, die so ein bisschen elfenhafter sind, dann finde ich das manchmal richtig edgy. Ich wollte den eigentlich zurücksenden, weil ich dachte, es ist too much. Ich bin ein bisschen zu sehr Peggy. Nichts gegen Peggys, ich bin Jacqueline. Kann ich auch einfach sagen, es geht mir ein bisschen zu sehr in die Jacqueline-Richtung. Auf jeden Fall wollte ich den zurücksenden, hat Kevin gesagt so, nee, der macht voll die gute Figur, behalte ihn mal. Sagt mir mal, was ihr denkt. Oh Gott, ich fühle mich richtig nackig. Ja, wir sind jetzt auch mit den Bikinis durch. Ich brauche mal mehr Kleidung. So, da haben wir einmal diese Tasche. Die ist im Arsch. Aber ich kann sie nicht abgeben, weil ich sie liebe. Das ist eine Umhängetasche.
Und die hat vorne das Luna Sailor Moon Ding drauf und hier auch kleine Katzenohren. Die habe ich irgendwann mal von Kevin zum Geburtstag bekommen und ich bin ja sehr großer Sailor Moon Fan als Kind gewesen und so ein bisschen auf der Ästhetik hängen geblieben. Vielleicht kennt das einer von euch oder ihr habt es mit Harry Potter oder whatever. Auf jeden Fall kann ich die nicht loslassen. Ich möchte die sehr gerne, auch wenn das wahrscheinlich eine 5-Euro Tasche ist, reparieren lassen. Dann habe ich noch diese Tasche. Die habe ich noch nie benutzt, aber das liegt daran, dass ich gar nicht mehr feiern gehe. Und die kann man halt sich so umhängen, dass die hier hängt. Oder kann man hier auch kleine Handtäschchen draus machen. Die finde ich richtig cool, aber ich gehe halt super selten feiern. Und das ist nicht so eine Tasche, mit der ich drauf und rumlaufe. Ich bin im Alltag eher sportlich. Aber ich stehe auf alles, was so holographic ist. Und deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Ich liebe die. Dann habe ich noch so einen Rucksack hier. Wieso ist das so schwer? Okay, wow, da ist eine Klopapierrolle drin. Alles klar. Der ist noch bei meiner Mama damals aus dem Laden. Den benutze ich nie. Also wirklich nie. Aber ich finde, das ist ein Klassiker. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang mal so dieses Hippie, nur lange Kleider, Boho, diese Schiene bin ich gefahren. Die habe ich im Moment nicht so, aber ich glaube, das ist ein Look, zu dem ich noch zurückkommen werde insgesamt. Und ich glaube, da werde ich den brauchen und deswegen behalte ich den. Was allerdings wegkommt, ist das hier. Das ist ein Prada-Rucksack. Sind wir ganz ehrlich, habt ihr das im Secondhand in Amsterdam. Den habe ich einfach nur gekauft, weil Prada drauf steht. Den brauche ich auf jeden Fall nicht und benutze ich nicht und ich hasse Blau. Und deswegen kommt der weg. Okay, jetzt wird's absurd. Wisst ihr, ich habe einmal vor 7 Jahren ein YouTube-Video gedreht, in dem ich eine Weihnachtsmütze getragen habe. Und seitdem denke ich, ich muss die behalten, weil ich ja YouTuberin bin und irgendwann mal das brauche für ein Weihnachtsvideo. Und jetzt denke ich gerade, ja. Und jetzt wirst du sie weggeben und dann wirst du es genau diesen Winter brauchen. Deswegen behalte ich's. Na klar. Ich habe gedacht, ich brauche einen Buckethead. Der ist viel zu eng. Ich habe einen riesengroßen Kopf, Leute. Ich bin Gott sei Dank sehr groß, ja? Ich bin jetzt nicht eine kleine Frau mit einem großen Wasserkopf, aber ich bin eine Riesenfrau mit einem großen Wasserkopf. Der ist sehr eng. Der ist gerade mindestens so eng wie das Top aus dem letzten Video, in das ich versucht habe reinzukommen. Bucketheads finde ich super cool, mag ich bei mir aber einfach nur mit glatten Haaren. Und ich finde auch einfach, das ist gar nicht meine Farbe und vielleicht gebe ich ihn weg. Ihr werdet sehen auf meiner Verkaufsseite. Wird er dort erscheinen? Vielleicht. Das sind diese Handy-Dinger, wisst ihr? Wie kann das so gelb geworden sein, so scheiße aussehen? Das sieht aus, als hätte ich damit schon 200 Stangentava geraucht. Und ich habe das noch nicht einmal benutzt. Aber ich habe wirklich gedacht, ich brauche das. Ich brauche das für mein Leben. Das habe ich vor 3 Jahren oder so gekauft. Das habe ich nie benutzt in meinem Life. Das wäre für einen Sport eigentlich mega nice. Weil ich lege mein Handy immer auf den Boden. Was auch irgendwie eklig ist, ne? Das probiere ich mal aus. Als vorletzter Hut, wieder mit Klopapier drin, ist diese Baskenmütze. Schon mal bei Jacqueline. Die habe ich in Paris gekauft. Im Dezember. Ich war im Dezember in Paris. Das war, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen. Da habe ich ein Highlight zu Paris mit vielen Tipps drin. Ich habe es sehr genossen. Ich habe mich sehr französisch gefühlt. Ich kann kein Wort französisch. Doch, ich kann. Ich kann je m'appelle, je ne sais pas, voulez-vous coucher avec moi? Oui? Zigarette, Baguette, Jeannette. Ja, gut. Vergessen wir, dass das passiert ist. Die finde ich mit offenen Haaren wirklich richtig cool. Ich habe immer Probleme, die richtig aufzusetzen, dass die cool aussieht. Also die kann man ja so hin und her schieben und dann weiß ich nicht, was nice ist. Ich liebe die und die bleibt. Auch wenn die jetzt ein bisschen komisch aussah. Genau dasselbe gilt für diesen Hut. Der bleibt auch. Werde ich ihn irgendwann mal tragen. Oh mein Gott, der ist auch so eng. Was soll das? Habe ich zugenommen am Kopf? Kann man am Kopf zunehmen? Ist der Kopf sowas wie die Nase und die Ohren, dass es weiter wächst? Der bleibt auf jeden Fall. Ich fühle mich auch ein bisschen damit, als wäre ich 2002 Gülcan im Viva-Studio, so insgesamt, oder eher der Rasen an der Wand hinten immer. Aber trotzdem mag ich die Farbe. Vor allen Dingen, ich habe ja manchmal rosa Haare. Ich würde mir gerne die Haare wieder rosa färben, also so richtig blondieren und rosa machen. Dazu finde ich das mega nice. Ich hatte schon mal rosa Haare und dann dazu die Mütze. Choc-Güzel, wirklich, sah richtig nice aus. Deswegen behalte ich die. Jetzt habe ich genug rumgelabert. Alles, was noch übrig ist, sind Schuhe. Und dafür baue ich jetzt mal die Kamera um, weil dafür müsst ihr meine Füße sehen. So, das sind meine Füße. Meine Beine habe ich mir für euch nicht rasiert. Ich hoffe, das ist für euch okay. Starten wir mit dem ersten Paar Schuhe. So, das sieht ja merkwürdig aus, so und mit nichts dazu. Das sind meine Boots, die wiegen ungefähr 14,8 Kilo. Ich kriege jedes Mal Blasen, aber ich laufe sie weiter fleißig ein, denn ich liebe sie und die bleiben auf jeden Fall. Die habe ich bestimmt 3 Jahre nicht mehr angehabt. Es war halt, wisst ihr, es gab diese Balenciaga-Zeit, wo diese Sohlen nach hinten so weggegangen sind. Irgendwie, ich trage die nicht mehr.
Auf der anderen Seite haben die irgendwas, was ich halt auch mega cool finde. Ich trage die eh nie, die kommen weg. Das sind meine Everyday-Shoes, die trage ich jeden Tag. Ich liebe die über alles. Boah, die haben bestimmt schon 20 Mal in der Waschmaschine gesteckt. Und krasser Pro-Tipp von Sam, Wandradierer. Damit kriegt man wirklich weiße Schuhe so nice wieder sauber. Das sind Adidas Original Triple Plattform irgendwas. Ich hoffe, die begleiten mich noch sehr lange. Kennt ihr so Kleidungsstücke, die man besitzt? Die hat man sich gekauft, weil man mal kurz eine andere Version von sich selbst sein wollte. Das sind die irgendwie gewesen. Ich habe das Gefühl, irgendwie sehen meine Füße aus wie Fische. Wie so Karpfen. Ich glaube, die kommen weg. Wow, es ist so weit gekommen, dass ich euch Aldiletten zeige. Nee, Adiletten. Aldiletten sind die mit zwei Streifen aus dem Aldi. Die behalte ich auf jeden Fall. Ich muss euch sagen, ich habe immer so ein leichten, komisches Gefühl in diesen Schlappen, weil das sind gar nicht meine. Bin ins Fitnessstudio gegangen, dann bin ich in die Sauna gegangen, dann bin ich rausgekommen und dann habe ich die angezogen, bin gegangen und zu Hause habe ich gedacht, hä? Die haben eine ganz andere Farbe und irgendwie sind die größer geworden. Und dann habe ich von irgendeinem Dude die Schuhe mitgenommen und ich denke, er läuft jetzt mit meinen durch die Gegend. Oder er findet es einfach viel komischer, als ich mit fremden Schuhen rumzulaufen. Auf jeden Fall sind es eigentlich gar nicht meine Schuhe. Aber gleichzeitig kaufe ich ja jetzt auch keine neuen, weil ich habe ja jetzt welche. Es sind zwar nicht meine und sie sind nicht so schön, wie meine waren, aber sie existieren. Also bleiben sie. Ja, also irgendwie gab es eine Zeit, da wollte ich unbedingt schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Die Zeiten haben sich geändert und ich trage sowieso keine schwarzen Schuhe. Um ganz ehrlich zu sein, ich brauche nur ein paar Turnschuhe. Das sind die. Das ist mein ganzes Leben lang so gewesen. Ich brauche ein paar Turnschuhe und vielleicht ein paar Sportschuhe und ein paar Boots und ein paar Sommerschuhe. Vier Schuhe, damit komme ich durchs Leben. Da habe ich lieber 300 Pullover. Die kommen definitiv auch weg. Das waren früher meine Straßenschuhe. Die habe ich jetzt umfunktioniert zu meinen Laufschuhen, genau. Das sind so New Balance. Die sind, alle sagen, es sind die bequemsten und gesündesten Schuhe der Welt. Ich finde die eher so semi-bequem. Irgendwann hätte ich gern so richtig gute Jogging-Laufschuhe. Das sind jetzt fürs erste meine Fitnessstudio-Schuhe. Nächstes Paar Schuhe, kaputt, wie ihr seht. Das sind High Heels von Moanyamina. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Das ist schon das zweite Paar, was ich in den letzten Jahren gekauft habe. Ich finde, das sind wirklich für mich die schönsten Sommerschuhe, die es gibt. Das sind Barfußschuhe, die ich wirklich richtig nice finde. Sie werden leider nicht mehr produziert. Das heißt, ich kann mir kein neues Paar kaufen. Und ich hoffe, dass ich das repariert kriege. Ich werde es die Tage das zum Schuster mitnehmen und fragen, ob die mir den Zehenring wieder festmachen können. Weil ich kann ohne diese Schuhe nicht leben. Und es gibt sie nicht mehr. Aber ich kann jetzt damit klatschen. So, Applaus für dieses Video. Okay, Leute, das war der dritte Teil. Wir sind finally durch meinen gesamten Kleiderschrank durch. Ich hoffe, auf eurer Seite hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn euch das Spaß gemacht hat, kann ich das natürlich das nächste Mal vielleicht in einem Jahr oder so nochmal machen. Vielleicht sind da neue Teile dabei. Ich wollte euch noch fragen, habt ihr Bock, jetzt vielleicht nicht direkt nächste Woche, da machen wir mal wieder was anderes, aber dass ich so ein Vintage-Haul mache, also so ein Second-Hand-Haul. Ich habe nämlich extra in diesem Video nicht die Dinge gezeigt, die ich im Second-Hand gekauft habe. Ansonsten, wenn ihr irgendwas von den Sachen kaufen wollt, die ich in den letzten drei Videos vorgestellt habe, dann könnt ihr mal auf Instagram bei mir gucken. Da werde ich auf jeden Fall ein Highlight machen, wo ich zeige, wo ich das verkaufe. Das Geld, was dabei rumkommt, werde ich spenden. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber das werde ich auch auf Instagram verkünden. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es hat mega Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss. Ihr seid toll.